Ja, wir sind hier beim Festival Young Planet Save the World vom Theater Bonn. Wir sind hier bei Young Planet Save the World. Hier findet jetzt das Young Planet Projekt Save the World statt. Das heißt ja Save the World. Wir sind hier bei Save the World Young Planet. Mobilität, ich komme viel zu spät. Schnell nochmal hingelegt, nehm ich den schönsten Weg. Musik ist mein Treibstoff und mein Benzin. Wir haben hier das Riesenglück, in diesen fantastischen Räumen des Theater Bonns zu sein, das heißt in den Werkstätten. Ich finde es unglaublich, wenn man diese Dimension von diesen Räumen und dieser, das vibriert nur so vor Kreativität und Kunst. Und ja, wir fühlen uns hier total wohl und breiten uns jeden Tag ein bisschen mehr aus. Jugendliche kommen zusammen, bekommen ein bisschen Input von Wissenschaftlern und anderen Experten auf verschiedenen Gebieten. Und diese Fakten werden dann mit Hilfe von Künstlerinnen und Künstlern verarbeitet in Workshops, in denen sich mit der Zukunft der Menschheit beschäftigt wird, verschiedene Aspekte davon. We just have to build a city in which we make sure that these problems won't occur. That's actually what happens. So we're gonna build a new city, wir bauen eine neue Stadt. Mit der Sicherheit, dass alle Probleme, die jetzt ein Metropol hat, dass die nicht passieren. Also es gibt eine Band, die macht Musik, praktisch Musik als Treibstoff. Da ist das Thema Mobilität und Umwelt. Dann gibt es den Mensch der Zukunft oder Mensch gegen Maschine, weil der Mensch der Zukunft wahrscheinlich eher ein Roboter sein wird. Es gibt eine Stadt der Zukunft, es gibt Fashion und Fair Trade und es gibt etwas über Handys und Ressourcen, weil man meint es gar nicht, aber in Handys steckt unglaublich viel Zeug drin und das muss ja auch irgendwoher kommen. Wir spielen mit den Jugendlichen Theater und unser Thema ist Smartphones und Ressourcen. Wir haben eine Apokalypse dargestellt, in einer Welt, in der nur noch Smartphones regieren und jeder von uns ist auch ein besonderes Smartphone. Ich bin noch funktionsfähig und liege trotzdem auf dem Schrott und bin traurig und träume von einem neuen Leben. Am Anfang haben wir erstmal ganz viel gespielt. Wir haben uns ja auch erstmal verschiedene Sachen angeguckt, verschiedene Vorträge angehört. Als wir dann in unserer eigenen Gruppe waren, haben wir Theaterspiele gemacht, haben uns ein bisschen kennengelernt. Ich glaube vor allem diese Verknüpfung von Wissenschaft und Kunst, das habe ich davor noch nicht gemacht. Wir machen hier Mode und Fairtrade, das heißt, wir benutzen alte Jeans, waschen die, machen die komplett auseinander und machen was komplett Neues draus. Wir haben jetzt unsere eigene Marke sozusagen entwickelt und jeder hat Entwürfe gemacht und hat die jetzt sozusagen umgesetzt und so und wir führen die in einer Modenschau vor am Ende. Wir befinden uns hier in dem Gebäude von Theater Bonn. Das ist die große Malerei. Und wir arbeiten hier hinter mir an ein Modell von der Stadt der Zukunft. So we try to fix the problem for the city, like we see in the city for the future. Traffic, water, the food, different thing. And I don't think it's impossible to do it, because we tried to make it realistic. We didn't try to make a like some science fiction or something like that. It was like realistic and it's not impossible to do it. Zuerst hatten wir die Idee, mit diesem Roboter eine Animation zu machen, mit einem Green Screen. Am Ende haben wir dann eine Dokumentation gedreht mit meinem Freund hier als Kameramann. Genau, und wir haben diesen Roboter auch konstruiert und gebaut. Das war auch ein wesentlicher Teil des Workshops. Er sollte etwas humanoid aussehen, denke ich mal. Präzision? Ja, Präzision. Er sollte greifen können. Komm, zeig uns das nochmal, Schrotti. Und dann wird Schrotti auch live auftreten und er wird dann vor Publikum ein Programm vorführen.
Rechenformel für Erfolgschancen in der Realität gleich 100%. Ne, Schrotti? Der ist natürlich auch sehr stabil. Also, der geht nicht kaputt. Also, da kann man, der ist so stabil und. Musikerin und Regisseurin und versuche die Welt zu retten, indem ich Musik mit meiner Band, den Energetics, Treibstoff herstelle aus Musik. Und so wollen wir die ganze Welt mit Strom versorgen, um damit mobil zu sein und durch die Welt zu fliegen, aber ganz ohne ein Fahrzeug. Auf Melodien. 1, 2, 3, 4. Trotzdem mit unserer Musik nach Israel oder in den Irak zu kommen. Also die Künstlerin hat uns zu einem Lied den Refrain gegeben und wir sollten dann uns Strophen überlegen, damit wir auch unsere Gedanken in das Lied einfließen lassen. Sagst du mal? Dafür brauchen wir eure Hilfe. Alles gut, wir überlegen ein bisschen. Wir sind nämlich auf der Bühne mit einer Stunde oder so etwas. Erste Gruppe, raus mit euch. Aufgepasst hier. Sänger. Zügig. Die Band. Alle. Es steht eine Jahrhundertwende bevor. Die Welt, wie ihr sie kennt, hat sich verändert. Ich habe den Schrottplatz erreicht. Ich meine, guck dich doch mal um. Der da stinkt. Und die da gibt seit Tagen dieselben Klingeltöne von sich. Als ob sie noch irgendjemand anrufen würde. Ich finde auch, also mit sowas künstlerisch dann auch umzugehen, fand ich total spannend, weil man redet oft über das Thema. Und ich hatte mal Lust, mich einfach ganz von diesen inhaltlichen Argumenten abzuwenden und einfach mal im Theater spielerisch was ganz Neues zu entwickeln. Und die arbeiten hier ja richtig. Ne? Die anderen Kinder haben jetzt Ferien, die schlafen aus, gucken Fernsehen, gehen spät ins Bett und die müssen hier früh aufstehen und die arbeiten. Und die wollen früher anfangen und später weitermachen. Wenn man die Kunst den Menschen gibt, ist das Beste eigentlich. Ich hoffe, das Lied nehmen Sie mit, die Idee, dass man mit Musik als Treibstoff reisen kann. Ich glaube, das ist so schön spinnert. Vielleicht bringt sie das auf neue Gedanken. Und wie ist die Stimmung gerade? Sehr gut. Kannst du das bestätigen? Ja, auf jeden Fall. Wir finden es sehr gut, aber bisher haben wir Angst. Wir glauben uns, wir schaffen. Ich bin gut, viel. Und wie geht's dir? Ganz gut, danke. Aufgeregt? Ja, ich bin sehr begeistert. Auch das ist sehr nachhaltig und Insekten werden wahrscheinlich auch, sind einfach in der Züchtung. Wie kann man denn erreichen, dass die Leute das auch essen? Das muss natürlich jeder selber für sich entscheiden, aber wenn nicht mehr so viele Fleischprodukte, also Tiere angebaut werden, sage ich jetzt mal, dann gibt es natürlich nicht so viele andere Möglichkeiten und Fleisch wird auch viel teurer sein. Ja, also unser Roboter wird gesteuert von 5 Prozessoren, 3 vordere und 2 hintere. Ich würde sagen, wir fangen mit dem hinteren an. Können Sie ja mal aufmachen. Man braucht Teamwork und verschiedene Meinungen von außen, um halt das Perfekte daraus zu machen. Ich glaube, das wäre ziemlich langweilig, wenn alle die jetzt da sind, nicht da wären. Mobilität, ich komme viel zu spät, schnell nochmal hingelegt. Nehme ich den schönsten Weg, Musik ist mein.